Jo, den kriegen wir schnell runtergeprügelt, den Turm. So, das heißt, du ziehst dich zurück. Und ihr beide werdet angreifen. So, du willst die Nachhut. So, wir erleiden zwar immer noch Verluste, vor allem weil der Gegner halt Geister hat. Ja, vor allem wieder Pikinieren haben wir Verluste erlitten und dann Musketieren. So, das heißt, ihr zieht beide nach. Die Armee juckt das überhaupt nicht, was wir hier treiben. Truppen haben einen Außenposten eingenommen. So, Belohnung. Über das Übliche. So, dann warten wir, bis unsere Armeen eingetroffen und geheilt sind. Weil er bildet schon wieder Truppen aus. Na gut, die Abteilung hat einen Standardträger. Das heißt, der heißt nur ein Soldat drin, da sind zwei drin. Oh, und er kommt mit seiner letzten Armee. So, das heißt, wir brechen jetzt durch seine Verteidigung durch. So, die Geister haben mehr als Unterstützung. Weil die Türme sind ja schon ein bisschen besser befestigt als die Bunker. Oder auch nicht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, da kommen die letzten Truppen.
Also, das war Baldurus. Das heißt, wir müssen die Stadt erobern jetzt. Was wir ja gerade tun. Da müssen wir wie immer... Schließt neues Land. Diese Stadt hat wir gewonnen, aber die kriegen noch lange nicht. Unser Plan funktioniert vortrefflich und wir sind unserem Ziel näher, als ihr euch vorstellen könnt. Niemand kann die Doppelkönige aufhalten. So, jetzt können wir noch die letzten Posten einnehmen. Wurde ausgebaut. So, jetzt hätten wir auch das königliche Schlachthaus und die Wassermühle. Ah, hier ist bald reparieren. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Osthausen, ihr habt die Machadurier vertrieben, das Kloster ist Okkulten befreit. Zögert nicht, seine Technologie zu erforschen und dein Wissen für euch nutzbar zu machen. So, dich pausieren wir erstmal. Ihr habt Zugang zu einem Kloster, euch Zugang zu einem Kloster verschafft. Ja, den Spruch kennen wir. Können wir aber gerne nochmal aufrufen. Ihr habt euch Zugang zu einem Kloster verschafft, ja. Und selbst wenn es euch gelingt, ein paar völlig unbewährte Technologien zu erforschen, habt ihr nicht die Spur einer Chance gegen Baldurus und mich? Das sagt er ja immer wieder. Und ja, jetzt müssen wir wirklich nur noch gucken, dass wir ja alles ausbauen. So, die Lager ist auf dem Weg. Haben wir markiert zum Ausbauen. Jetzt müssen wir erstmal die Mauer reparieren und dann ausbauen. Dann die Kirche und die Wohnhäuser. Also ja, eigentlich kann ich die Wohnhäuser schon mal in Auftrag geben. Ein Stück wert das. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja, ich muss die einzelne Shift-Taste, funktioniert in diesem Spiel leider nicht. So.
So, ja, jetzt warten wir, bis die Materialien rangeschafft werden. Wir haben ja jetzt genug Träger, die Materialien tragen können. Und das Material kommt ja auch alles. Schön. Eine Prestigebelohnung. Nehmen wir einfach mal wieder Schwerter. Eroberungsbelohnung. Und noch eine Eroberungsbelohnung. So. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, da kommt das Holz, was wir brauchen für die Ausbesserung. Jede Menge Steine, aber auch Holz kommt weiter an. Ach, jetzt kommt das Holz von hier auf einmal. Na, so, es kommt von wo es möchte. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Der Ausbau fertiggestellt. Ein Brett fehlt noch, dann können wir mit dem Ausbau, mit der Reparatur beginnen. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Belohnung, auch wenn wir sie nicht mehr brauchen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Oh, und er fängt jetzt an, die Kirche zu bauen. Auch gut. Was passiert, wenn ich die Kirche jetzt pausiere? Dann hört er auf, sie zu bauen. Okay.